Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to feature some of the best young talent in the world of golf. From the Pacific Northwest and Bandon Dunes Golf Resort, live second round coverage of the Oregon Championship. But if we see more of what we witnessed yesterday, we're in for a heck of a battle these next 3 days as we show you the current leaderboard here on this Friday. A lot of folks fighting for the title, including our leader. So let's get you out to the action on the turn as we head to the tee at the par 410. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zurück hier zu der siebten Woche der Korn Ferry Tour. Wir spielen. Wo sind wir? Hier spielen wir. Die Oregon Championship spielen wir. Runde 2. Wir sind in Oregon angekommen und spielen einen richtig schönen Linkskurs, der uns auch schon gezeigt hat, dass wir definitiv hier auf den Roll achten müssen. Der Ball rollt hier sehr, sehr weit aus und das müssen wir immer ein bisschen mit bedenken. So, wir spielen eine Quickrunde sozusagen. Das heißt nur ausgewählte Löcher und in der ersten Runde haben wir die Löcher 7, 8, 9 gespielt. Alle drei Birdie und dann die 10 und die 11. Im Paar und dann war rum und am Ende lagen wir dann eben minus 1. Und interessanterweise hat er uns da auch, glaube ich, an der 2 des Bogey verpasst. Hier schon wieder mit der 2 scheinen wir echte Probleme zu haben, ein Paar 3. Und er packt uns hier wieder 2 Bogies rein und 2 Birdies. 36, wir sind also im Moment even und auf dem Leaderboard sind wir mittlerweile ja ein kleines bisschen abgerutscht auf dem 35. Während die Führenden noch gar nicht rausgegangen sind. Also wir kämpfen jetzt hier ein bisschen um den Cut, denn wir sehen Projected Cutline plus 1. Wir haben ein bisschen Luft, aber wir müssen uns etwas absetzen. Definitiv, so sehe ich das. Denn die Kollegen hinten dran, habe ich den Eindruck, werden uns das Leben schwer machen. Okay, Runde 2 Oregon Championship. Und diese Bahn haben wir schon mal gespielt. Ja, jetzt haben wir auch eine ganz andere Windqualität. Während es in Runde 1 noch, ich sag mal, moderat 2 bis 3 bis 4 Miles waren, haben wir jetzt, glaube ich, 8 bis 11. Und das heißt, das werden wir extrem zu spüren bekommen. Ich würde hier an der Stelle auch wieder, ja, die kurz gesteckte Fahne, es wäre natürlich schon super, könnten wir den wieder hier über rechts reinbringen. Wenn wir den hier wieder über rechts reinbringen könnten und dass der uns da wieder da hochrollt. Ja, okay, wir haben auch etwas Gegenwind, aber wir werden es mal versuchen. Ich wünsche uns ab der 10 ein schönes Spiel. Okay, nass wird er nicht, aber ich glaube nicht, dass er diesmal hochkommt, oder? Ha! Nein. Okay, das ist jetzt natürlich immer so eine Sache, weil man eigentlich die Fahne überhaupt nicht sieht. Ist jetzt so ein bisschen ein blinder Schlag. Aber gut, 47 Yards ist jetzt nicht das Problem. Das müsste mit einem Lobshot zu machen sein. Ein Longer, ein Lobshot. Ist es ein bisschen erhöht? Wir können gar nicht weiterschlagen. Aber wenn ich das richtig sehe, müssten wir dann auf jeden Fall irgendwo da auf dem Grün ankommen. Die Frage ist eher, wie das Ganze sich mit dem Wind darstellt. Ah, man sieht's nicht. Man sieht's nicht. Ah. Okay, wir werden versuchen, definitiv rechts von der Fahne zum Liegen zu kommen. Oh, da bleibt aber auch. Na, kommt drauf. Sehr gut. Eine Birdie-Chance, würde ich sagen. Okay, on the green, but let's go leave a putt that will get your attention. Ja, jetzt müssen wir uns schon konzentrieren. Es geht bergab. Und es geht leicht über rechts. Am Anfang bricht es mehr. Ja, jetzt überlege ich gerade, das letzte Mal ist er uns links und einmal ist er uns drüber. Ja, das ist das Problem, ist, dass er relativ schnell hier am Anfang haben wir. Wenn er nur einen Meter weiter gesprungen wäre noch, wäre die Sache deutlich einfacher. Der wird uns gleich wieder nach links gehen, habe ich so den Eindruck.
Und wir müssen den langsamer putten. Ah, that's the way to start the backside eight. Perfect read. It's birdie at number 10. He moves it to 2 under par. The 11th here at Bandon Dunes at 452 yards of par 4. The putt bunker left of the fairway is the main concern on the tee shot. From there, an uphill second takes you to a green that slopes away and back toward the ocean beyond. So, die nächste Bahn kennen wir eigentlich auch schon, aber natürlich nicht mit diesem Wind. Ein Paar 4. Ja, wieder Gegenwind und zwar kräftig, also hauen wir den hier auf die rechte Seite. Und dann sollte er definitiv von den Bunkern weglaufen und bis zu dem Bunker da hinten kann ich mir nicht vorstellen, dass er kommt. Aber wir müssen eigentlich ein bisschen aufpassen, denn er wird hier oben in die Hügel reinfliegen und dann springt er uns nach links. Das wollen wir definitiv auch nicht. Ja, jetzt müssen wir nochmal schauen. Wo kann der landen? Der kann da landen. Okay, da müssen wir eher so. Ja, das ist definitiv besser, aber wir sehen, was wir an Länge verlieren. Yeah, nothing to fault there. Good balance. Es sind noch über 230 Yards. Das wird auf jeden Fall Eisen 4 sein. This is where club selection. Ja, sogar Hybrid. Second shot into that stiff breeze. Ja, das müssen wir auch definitiv spielen. Diesmal müssen wir das spielen, denn wir haben ja fast wieder Gegenwind. Ne? 10 Miles Gegenwind. Da bin ich auch fast der Meinung, den müssen wir auch nicht hoch anspielen. Das ist 11 Fuß nach oben. Wir müssen auf jeden Fall links vom Stock bleiben. Aber ich werde doch trotzdem ein kleines bisschen höher anspielen. Ach, der startet gleich rechts. Ja, okay. Okay. Ja, der rollt halt durch. Das ist, ja, hätten wir doch höher anspielen müssen. Wie der rollt. Und das gegen den Wind. Ja, jetzt müssen wir wieder gut pitchen. 18. Ja, 13. Wenn er aufkommt. Wenn er aufkommt. Wenn er aufkommt, Mörble, geht er eher nach rechts. Ja, aber es ist eher die Länge. So, die Länge ist eigentlich entscheidend. 18, 13. Er springt nach links. Er läuft nach rechts. Naja, okay. Okay. Ja, ist so nicht Fisch, nicht Fleisch, aber er liegt einigermaßen bergab. Der Putt geht bergab, hat wenig Break über rechts, aber er wird etwas breaken. Oh. Der hat überhaupt gar keinen Break angenommen. Oh, das ist natürlich extrem enttäuschend. Ach, jetzt sehe ich auch, da oben steht 3 Holes left. Also das sieht immer so aus, als würden wir immer 5 Bahnen spielen. Immer 5 Bahnen. Safely in. It's a bogey field number 11. And he'll fall back. To 1 under par. Wieder 32. On to the par 3 12th hole. This is the number 18 handicap hole. So maybe that gives you a little reason for optimism. But par is not a bad score here as this measures out at 238 yards, the longest of the 4 par 3s. So, wir schauen mal rechts oben. 2 holes left. Also, wir spielen im Prinzip immer 5 Bahnen.
Und wenn ich richtig gesehen auf der Scorekarte, kommt noch ein paar 5, wo wir definitiv ein Birdie spielen müssen. So, steht noch irgendwas dabei? Leaderboard. Ja, das ist der falsche. Leaderboard ist immer noch Projected Cutline mittlerweile plus 2. Also das heißt, die Jungs tun sich auch ein bisschen schwerer. Okay, okay. Es geht bergab, 18 Fuß. Na, wir spielen da kein Hybrid. Also, hör schon mal. Eisen 5. Ja, über die rechte Seite. Extrem über die rechte Seite. Im Zweifel läuft er uns da hinten in den Bunker. Wenn ich das richtig sehe hier, könnte er dann da hinten einen Kick kriegen nach vorne, wenn er in das Loch da reinfällt, je nachdem. Ja, okay, da gibt es eine Falls von, da muss der hoch. 18 Fuß nach unten. Aber der Wind geht nur komplett rüber. Ja, wir müssen da weiter rechts gehen, sonst haut er uns wieder ab und rennt in den Bunker. Okay. Die Länge noch ein bisschen höher. Ja, die Richtung passt. Kommt er auf den Grün auf? Ah, komm, komm, komm. Ah, schade. Hätten wir gar nicht höher anspielen dürfen oder sollen. Okay, ein Pitch oder ein Chip. Also wir dürfen uns kein Bogey erlauben. Noch ein Bogey wäre schlecht. Ein Flopshot. Den müsste man doch an den Stock bringen hier. Aber ein bisschen länger habe ich so den Eindruck, weil der Wind hier da Theater macht. Ich meine, wenn er oben liegt, sieht eigentlich gut aus. Ah, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Warum ist der so kurz? Warum ist der so kurz? 18-footer. Also der versucht wirklich alles, dass wir hier Probleme bekommen ohne Ende. Jetzt hat er natürlich am Anfang wieder dieses Break, aber da müssten wir eigentlich durchputten. Da müssten wir doch durchputten. Und dann geht es ein bisschen nach links. Ja. Jetzt bricht er viel zu früh nach links. Okay. Okay, okay. Mit dem Platz haben wir wohl unseren Meister gefunden. Jetzt wird es dann doch wieder richtig spannend hier. So, a tough hole. It's in for bogey at 12. Ja, das Spannende wird sein, was er uns da noch alles für Bogies reinknallt in unsere Scorekarte. The rolling hills of Oregon provide the backdrop to this par 5 13th hole. At 553 yards, it is reachable in 2. Big dunes in the fairway could make the stance awkward for that second shot. But a big green that measures better than 50 yards head to toe does yield a good number of eagle putts. Yeah. Aber jetzt haben wir eigentlich richtig Druck. Wir müssen jetzt hier punkten, unbedingt. Weil, wie gesagt, wir wissen nicht, was uns hier die KI da noch reinhaut auf den letzten Bahnen. Stopp. So. Wir haben jede Menge Rückenwind. Das heißt, wir müssten den Ball eigentlich irgendwo hier reinhauen, damit er dann da langläuft. Ja. Weil sonst rennt er uns zu weit nach links. Der muss da praktisch hier durch dieses Tal hier durchlaufen. Wenn wir zu weit links sind, dann springt er weiß Gott wohin. Und wenn er in den Hang, dann verliert er Länge. Wir müssten eigentlich hier reinkommen. Ja. Okay. Damit er praktisch am Hang noch ein bisschen Strecke macht. Das passt so weit, dass er richtig nach vorne bounced. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. 297 Yards Carry. Und das heißt jetzt in Summe haben wir doch glatt hier 365 Yards geschlagen.
Das heißt, wir können das Grün erreichen mit dem zweiten Schlag. Now after the big drive, this a good distance here for a second to the par 5. Ja, und vor allen Dingen mit einem Eisen 6, aber wir haben Rückenwind, deswegen spielen wir ein Eisen 7. Wir müssen hier da, ja, auf der linken Seite aufkommen. Ja, wenn wir zu weit rechts aufkommen dann, und erst zu kurz, dann springt er uns rechts rüber. Also wir haben natürlich schon ordentlich Rückenwind. Und er wird nach oben gehen. Ja, geht nach links. Ja, der geht über den Hügel. Ei, nein. Komm, bleib oben. Ah. Jetzt nehmen wir aber echt alles mit. Das ist natürlich echt wieder ein Kardinalfehler. Nicht daran gedacht, dass er rollen wird. Okay, wir müssen da ran. Wir brauchen das Birdie. Das Problem ist, dass er hier definitiv nach links bounced. 32. Es geht auch bergab. 32. Dann gehen wir hier auf 22. Ja. Er wird dann nach links rüberrollen. Und läuft zum Stock. Noch ein bisschen kürzer. Der wird rollen. Das wird dann auch kein einfacher Putt. Eieieiei. Da haben wir uns ja wieder was eingebrockt. Ein bisschen weniger. Ja, und jetzt rollt er gar nicht, so wie ich mir das dachte. Kommt überhaupt nicht hin. Okay, da hatten wir einen so guten Drive und so gute Chancen und es war so und es ist ein so großes Grün. And these are the putts he hasn't been able to do much with all day. This doesn't have a whole lot of movement to it and he could surely use it. So, es geht erstmal einen Berg hoch und hinterm Loch geht's wieder Berg runter. Das heißt, wenn wir zu schnell sind, dann haut er uns nach hinten ab. Okay. Das ist wieder ein ordentliches Break. Und es ist eine ziemliche Länge. Ja, der bricht am Anfang mehr und dann wird er langsam brechen. Ja, das wird nichts. Schade, da hätten wir dringend das Birdie gebraucht. Das war die Chance für uns, das Birdie einzuheimsen. Well judged, that is in for par here at 13. And he'll stay where he is. Ach, guck an. Jetzt ist er dann doch gnädig mit uns. So. So for our featured golfer Frank, it is on to the weekend. Who knows, if you get out early on Saturday, try and post a number, see what happens. Exactly. There's such a fine line, Rich, between playing well and sort of not struggling, but just mediocre. Putt goes in here or there. That could easily change tomorrow. Make a couple of birdies early. Pop a long one in, then all of a sudden you're off and running. So, for Frank Nabilo, Notabegay III, Iona Stephen, and a cast of hundreds, I'm Rich Lerner. You've been watching PGA Tour Golf on EA Sports. So long, everyone. So, also, jetzt haben wir doch tatsächlich nur vier Bahnen gespielt. Und dann hat er uns nach den zwei Bogies und so schwer wie wir uns getan haben, gnädig wie er ist, an der 14-15 noch Birdies hinterhergeworfen, sodass wir dann doch noch... Ja, ich überlege jetzt gerade, mit was sind wir eigentlich gestartet? Wir sind doch mit minus 1. 1, 2, 3, 4. Haben wir irgendwo ein Doppelbogie? Nein.
Ach so, Quatsch, das ist ja die Runde, klar. Für die Runde minus 1 gespielt. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, aber was ich eigentlich sagen wollte, wo ich jetzt drüber nachgedacht habe, es kann eben sein, dass das Ganze so aussieht. Nee, das kann nicht sein. Nee, nee. Also ich habe jetzt eher vermutet, dass er praktisch jede Bahn einmal spielt. Aber wir haben vorhin die 7, 8, 9, also in der ersten Runde die 7, 8, 9, 10, 11 gespielt. Jetzt haben wir die 10, 11, 12, 13 gespielt. Das sind 9 Bahnen. Und jetzt hätte ich eher vermutet, dass er das eben so aufteilt, dass man dann praktisch jede Bahn einmal spielt. Aber das stimmt ja nicht. Die 10, 11 haben wir jetzt zweimal gespielt. Okay. Interessant ist es auf jeden Fall, dass wir jetzt nur 4 Bahnen zur Verfügung hatten, um unseren lauen Score zu spielen. Und es war halt einfach wieder zu viele Fehler. Also dieser Platz bestraft einen sofort, wenn man nicht die Distanzkontrolle hat, die man sonst auf anderen Plätzen hat. Also, das ist also dieses. Wir gucken jetzt ins Leaderboard. In der Summe haben wir uns ein bisschen vorgearbeitet sogar auf minus 2 total. Aber der Führende hat minus 11. Das heißt, wir werden hier auf diesem Kurs mit Sicherheit nichts mit dem Sieg zu tun haben. Also würde ich fast sagen, wenn wir jetzt nicht noch eine Wunderrunde spielen in dieser Form. Aber wir haben den Cut geschafft. Da habe ich mir doch gerade gleich ein bisschen doch Sorgen gemacht nach diesen 2 Bogies. Wir haben den Cut geschafft. Wir sind also im Geld, wie es schön heißt, und werden uns ein paar Pünktchen in den Runden 3 und 4 erarbeiten. Das nächste ist The Moving Day, die Runde 3, hier bei der Oregon Championship. Und jetzt schauen wir nochmal, was wir an Punkten bekommen zum Abschluss dieser Runde. Das nehmen wir natürlich immer mit. Hier Abandoned Dunes. Ja, das sind genau, glaube ich, die Tokens, die Total Tokens, genau um den Pro Pass nochmal abzuleveln. Dann kriegen wir nochmal ein paar Pünktchen, ein paar Reward Points oder ähnliches. Das werden wir uns dann ansehen. Jetzt haben wir den nächsten Level, brauchen wir 400 Tokens. Okay, da müssen wir dann schon natürlich das Turnier gewinnen. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch und ich finde es spannend und interessant. Ist aber auf jeden Fall eine harte Nummer, wenn man hier im Quick Mode hier durchgeht und hat nur diese paar Löcher zur Verfügung, weil dann muss man einfach auch wirklich auf dem Punkt genau diese Löcher performen. Das hilft nichts. Aber das macht die Sache natürlich spannend und ist kein Selbstläufer mehr, so wie jetzt bei den letzten 4 Turnieren, die wir doch sehr stark dominiert haben und wo wir wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Hier müssen wir uns jetzt ein bisschen mal anstrengen und ich hoffe, das gefällt euch und ich hoffe, ihr seid bei den nächsten 2 Runden dabei, bei Runde 3 und 4, wenn wir hier die Oregon Championship in der Conferry Tour Woche 7 spielen. Ich bedanke mich, freue mich auf euch in der nächsten Runde. Wir sehen uns. Ich wünsche euch ein schönes Spiel.